Red war für mich ein klassischer Vertreter des Guilty Pleasure Cinema. Ein Film, den man sich durchaus anschauen kann, bei dem man sich durchaus unterhalten kann, den man aber danach auch durchaus wieder vergessen kann. Außerdem kann ich mich nur mehr daran erinnern, dass ich mir in Wirklichkeit nach dem ganzen Hype, der damals um den Film gemacht wurde, vielleicht ein kleines bisschen mehr erwartet hätte, ein bisschen mehr Unterhaltung, etwas mehr Action, aber ganz besonders, dass die Hauptdarsteller vielleicht noch ein bisschen mehr zur Geltung kommen und noch etwas mehr Cooles leisten können. Trotzdem ist mein Gesamteindruck von Red damals nicht negativ gewesen, weswegen ich dann auch mir die Fortsetzung Red 2 recht gerne angeschaut habe. Regie hat diesmal Dean Parasot geführt, der unter anderem auch bei Dick and Jane bzw. Galaxy Quest als Regisseur tätig war und sonst noch die ein oder andere TV-Produktion gedreht hat. Das erste, was mir bei Red 2 auffällt und das, was finde ich zu einem gewissen Grad die komplette Filmerfahrung für mich überschattet hat, war der positive Eindruck, Bruce Willis endlich mal wieder in einem Film zu sehen, wo er offensichtlich Bock drauf hatte. In den letzten Jahren waren die Bruce Willis Performances, die ich gesehen habe, in erster Linie Filme wie Set Up oder Stirb langsam 5, wo er mehr oder weniger demotiviert vor der Kamera stand. Die ganze Geschichte rund um Expendables 3, finde ich, ist aktuell eine perfekte Verkörperung davon, wie Bruce Willis als Schauspieler wirkt und rüberkommt. Jemand, der das Ganze einfach nur mehr aus Routine macht, weil es eben sein Job ist, der aber, und das ist an der Stelle keine Unterstellung, sondern einfach nur mein persönlicher Eindruck, offensichtlich bereits seit vor einiger Zeit den Bock dran verloren hat. Deswegen war es für mich relativ positiv, Bruce Willis in Red 2 wieder einmal motiviert zu sehen. Ganz am Anfang beispielsweise in einer relativ coolen Szene, wo er in dem Büro die Fallen aufgebaut hat, was mich zu einem kleinen bisschen an die vergleichbare Szene aus Shoot 'em Up mit Clive Owen erinnert hat, der natürlich insgesamt ein weitaus besserer Film ist und seitdem ich mich ein bisschen vor Karotten fürchte, aber egal. Bruce Willis ist allerdings nicht der einzige coole Darsteller in dem Film, mehr oder weniger der komplette Cast kann was und kann überzeugen. John Malkovich ist großartig und mehr oder weniger finde ich fast derjenige, der den Film aufgrund seiner durchgeknallten Erscheinung tragen kann. Helen Mirren ist absolut großartig, vor allem bei ihrer Charaktereinführung, wie sie quasi beiläufig telefoniert, Leute killt, Leute in der Badewanne auflöst, rütütü, alles wurscht, aber derjenige, der, finde ich, ebenfalls wahnsinnig cool rüberkommt in diesem Film, ist Byung-Hun Lee, den wir unter anderem kennen aus G.I. Joe, beziehungsweise höchstwahrscheinlich eher noch aus I Saw the Devil, der quasi den weltbesten Auftragskiller spielt und mehr oder weniger den Widersacher unserer Hauptgruppe und der in diesem Film wirklich unglaublich cool rüberkommt, der hervorragend kämpfen kann, der Action liefert am laufenden Band und das ist eben auch das, was für mich dann letztendlich Red 2 ausgezeichnet hat. Natürlich merkt man dem Film an einigen Stellen an, dass es sich dabei um eine Comic-Verfilmung handelt, so beispielsweise gibt es einige Szenen, wo mit einem MG auf der Straße Autos zerlegt werden, was natürlich super zum Comic-Stil passt. Wo man sich allerdings fragt, dass bei der Lautstärke, die bei dieser Schießerei entstehen muss, niemand die Polizei ruft oder generell niemand kommt und sich wundert, was da los ist. Dafür, dass Byung-Hun Lee quasi den weltbesten Auftragskiller spielt, ist er zumindest nicht wirklich unauffällig. Ich kann mir ungefähr vorstellen, das wäre eher in der Rolle von Hitman bzw. Sam Fisher, würde das für die ein oder andere gescheiterte Mission sorgen, was er davon quasi abzieht. Der Film lebt einfach von seinen schrulligen Charakteren und den damit verbundenen richtig coolen Schauspielern. Ganz besonders positiv hervorzuheben ist in dem Fall auch Anthony Hopkins. Red 2 war für mich wirklich gute Unterhaltung für zwischendurch. Ähnlich wie RIPD finde ich ein netter Film für den verschneiten Sonntagnachmittag, der quasi immer noch vonstatten geht. Ich weiß ehrlich gesagt an der Stelle gar nicht, wann ich dieses Quickie Review jetzt poste. Das ist quasi eines, das ich für meinen Backlog filme. Und ich gestehe es, Sonntag, den 8. Februar 2015, quasi 5 Minuten hinter dem Quickie von RIPD, das
keine Ahnung, womöglich noch nicht erschienen ist oder vor ein paar Monaten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, bei mir schneit's gerade und es ist absolut furchtbar. Da freut man sich, dass man filmen kann, beziehungsweise ich würde mich ehrlich gesagt an so einem Tag auch freuen, wenn ich mir Filme wie RIPD oder eben Red 2 anschauen kann, der eben durchaus spannend ist, durchaus unterhaltsam ist, durchaus einige nette Sprüche und Momente bieten kann und eben wie bereits der erste Teil eigentlich ein gelungener Film ist, von dem man sich allerdings, finde ich, nicht zu viel erwarten sollte, dann wird man höchstwahrscheinlich auch nicht enttäuscht. Für mich war es einfach netter, ich will jetzt nicht sagen Durchschnitt, das klingt einfach zu gemein, aber ein netter Film für zwischendurch.